Leute, was läuft? Heute entscheidet das Glücksrad über das Alter, was wir gleich verpflichten werden müssen. Auf der ZOM-Position wird es ein 27er. Wir müssen auch nach Position gehen. Und wir sind jetzt direkt in der Karriere drin. Drei Spieler zur Auswahl. Und ja, wir werden natürlich mit dem Besten gehen. Paulo Dybala, 27 Jahre alt, wird verpflichtet. Und wir gehen hier direkt rein. Wir lassen es erstmal so. Es könnte theoretisch auch auf der nächsten Position, auf der ZM-Position, auf der linken zentralen Mittelfeldposition, würde ich sagen. Das ist ja egal, aber zwei ZMs suchen wir jetzt. Die nächsten beiden ZMs müssen, also einer davon, 22 Jahre alt sein. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Wir suchen jetzt aber auch noch ganz schnell den anderen ZM. Wie alt wird der sein? Wir gucken direkt mal nach. Lasst davor noch gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, der andere ZM. Und das ist, würde ich sagen, nicht so extrem gut. Der muss 17 Jahre alt sein. Und hier haben wir dann die nächsten beiden Spieler. Valverde, 83er Bewertung. Das ist natürlich richtig gut. Bringt auch Potenzial mit. Aber der andere, ja, 66er Bewertung. Bringt zwar auch Potenzial mit, aber für eine Saison bringt uns das natürlich nicht so viel. Also der Spieler schon mal der erste richtig schlechte Spieler. Lasst, bevor wir jetzt hier wieder drehen, einen Daumen nach oben da. Und natürlich ein Abo. Die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst von dem Glücksrad. Und wir drehen jetzt für den linken Flügel. Gucken uns direkt an, welches Alter müssen wir da verpflichten, und das sieht überhaupt nicht gut aus. Es wird ein 38-Jähriger. Das wird der erste Spieler über 30 Jahre, den wir verpflichten. Einen unter 20-Jährigen haben wir ja schon verpflichtet. 38, ganz, ganz bittere Sache. Vor allem für so eine wichtige Position. Und für diese Position bzw. dieses Alter in der Mischung gibt es leider keinen Spieler. Aber ich würde sagen, ich habe einen guten Ersatz gefunden, denn der kann die linke Flügelposition auch spielen. Normalerweise wollen wir das nicht machen, aber wenn da natürlich kein anderer da ist, dann müssen wir das in dem Falle machen. Franck Ribéry, der nächste Spieler, den wir hier holen werden. So, machen wir weiter mit dem rechten Flügel. Hoffentlich haben wir da einen etwas jüngeren. Also der darf auch nicht zu jung sein. Also 16, 17, 18. Da sind natürlich auch noch nicht so die guten Spieler. Und wir haben einen 23-Jährigen. Okay, das war ganz knapp vor den plus 50 oder 50 plus 23. Ist nochmal gut, aber natürlich auch nicht das allerbeste Alter. Wie gesagt, so 27, 28, 29, 30, das wäre so das beste Alter für uns. Aber wir haben ja nicht die Wahl. Chiesa können wir ja leider hier nicht verpflichten. Der ist ja 23 Jahre alt, bringt sogar richtig gutes Potenzial mit und natürlich auch die Gesamtstärke. Aber ja, der ist leider verliehen. Ganz bittere Sache. Aber dann nehmen wir einfach Pedro Gonçalves. Der hat eine 81er Gesamtstärke, auch ein richtig gutes Potenzial. Wir sind wieder zurück beim Glücksrad und jetzt geht es weiter mit der Innenverteidigung. Da machen wir jetzt erstmal zwei Spiele. Und danach werden wir Außenverteidiger machen, dann Stürmer und dann Torwart. Wir legen direkt los mit einem Innenverteidiger. Also ein Innenverteidiger muss, ja, sieht stark nach 17 Jahre alt aus. Der erste Innenverteidiger, 17 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man da so einen jungen Innenverteidiger hat. Okay, und das ist jetzt hier eine ganz bittere Sache. Wir haben einen 17-Jährigen. Ja, der ist auch nicht besonders gut. 65er Gesamtstärke, da bringt natürlich auch das Potenzial von 80 nichts mehr. Beziehungsweise 81. Wir gucken aber direkt rein, was auf der anderen Seite ist. Hoffentlich nochmal einen richtig alter Partner. Also nicht zu alt, aber ein guter Partner, der ihn da ein bisschen unterstützen kann. Und das sieht gut aus. 30 Jahre ist ein gutes Alter für einen Innenverteidiger, würde ich sagen. Deswegen werden wir natürlich zwei Innenverteidiger verpflichten, die verschiedener nicht sein könnten. Und jetzt haben wir endlich mal wieder einen richtig starken Spieler. Koulibaly, 30 Jahre, perfekt jetzt hier für die Innenverteidigung. Der kann dem vielleicht auch noch ein bisschen was beibringen, dass er ein bisschen schneller wächst. Und wir werden natürlich Koulibaly hier verpflichten. Ist neben Dybala jetzt unser bester Spieler und extrem wichtig, damit wir natürlich später auch Chancen haben, Spiele zu gewinnen. Denn wenn wir zu viele schlechte Spieler haben, dann werden wir natürlich nichts machen. Wir sind übrigens in allen Wettbewerben drin, also auch Champions League. Und auch hier in der Bundesliga. Und deswegen machen wir natürlich direkt weiter. Und jetzt schauen wir mal, was so unsere Außenverteidiger machen. Wir fangen einfach mal mit dem linken Verteidiger an. Mal gucken, wie alt der hier sein muss. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und es ist 22 oder wird 22. 37 wäre natürlich auch nicht so gut gewesen. 22 ist in Ordnung. Und jetzt werde ich mich hier für einen Linksverteidiger, 22 Jahre alt, das wisst ihr ja schon, entscheiden. Es gibt aber noch einen anderen, der ist zu wichtig für den Club. Okay, eigentlich wollte ich den verpflichten, weil der mehr Potenzial hat.
Aber gut, da muss ich doch den anderen verpflichten. Das ist nämlich dieser Verteidiger. Der hat nur 80 Potenzial, der andere hat ein bisschen mehr. Den können wir kaufen. Ja, deswegen werden wir den kaufen. Das ist natürlich auch immer so ein kleiner Stolperstein hier. Da kann auch mal eine Sache schieflaufen, dass wir einen perfekten Spieler haben, so wie zum Beispiel Chiesa, und den wir dann einfach nicht holen können. Und wir werden jetzt auch direkt hier gucken, was der rechte Außenverteidiger hier machen wird, beziehungsweise wen wir da verpflichten dürfen oder müssen. Wie alt muss der Spieler sein? Und das ist eine knappe Nummer, aber ja, unser Außenverteidiger muss 40 plus sein. Mal gucken, ob wir da überhaupt jemanden finden, der auf der Position spielt. Und wir sehen jetzt hier, dass wir nach rechter Verteidiger suchen. Leider finden wir keinen, der 40 Jahre alt ist. Wir finden aber einen, der 39 Jahre alt ist. Das kriegen wir auch noch hin, dass der hier seine Karriere noch nicht beendet. Der muss noch ein Jahr bei uns spielen. Der wird dann aber natürlich noch im Laufe der Saison die 40 knacken. Da bin ich mir sicher. Vielleicht auch die 40er Gesamtstärke. Momentan hat er eine 65 beziehungsweise nur eine 64. Gucken wir mal, wie weit das runtergeht. Ab 40 geht man ja nicht mehr von der Gesamtstärke runter. Also ein paar Monate hat er noch Zeit, runterzugehen. Und wir gucken jetzt, wen wir als nächstes hier suchen können. Und jetzt kommen wir so in die richtig spannende Phase. Ihr wisst, Torwart und Stürmer sind so die besten Positionen oder die wichtigsten Positionen. Wir werden jetzt erstmal den Torwart machen. Wir gucken erstmal, wie alt wird unser Torwart. Da ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Ja gut, 19 Jahre alt. Das ist schon schlimm, muss man sagen. Ich meine, 40 plus, da hätten wir zumindest noch Buffon oder sowas holen können. Jetzt müssen wir ein Talent holen, was noch nicht so richtig heftig ist. Denke ich mal. Ich schaue natürlich erstmal nach. Und jetzt werden wahrscheinlich viele denken, warte mal, 19 Jahre alt, Torwart, da gibt es auch einen Van de Voort. Ja, stimmt, hat auch mehr Potenzial, aber dieses Mal werde ich auf das Rating gehen, denn der hat einfach 2 Ratings hier mehr als Torhüter. Kleines bisschen Potenzial nimmt er auch noch hier mit, deswegen werden wir den hier verpflichten. Van de Voort haben wir nämlich auch einfach schon viel zu oft verpflichtet. Wir reden gar nicht so lange, drehen direkt hier ein letztes Mal an dem Rad und wir werden einen, oh, das sieht nach 38 Jahre alt aus. Wir bekommen auch so wie für den linken Flügel einen 38-jährigen Stürmer und wir gucken uns jetzt mal die Stürmer über 36 an. Also wir müssen natürlich einen 38-jährigen verpflichten, ganz klare Nummer, aber wir sehen hier Akinfenwa, irgendwo sollte natürlich noch Ronaldo auftauchen. Ibrahimovic wäre zum Beispiel 39, also ein Jahr älter, und dann hätten wir einen 83er hier bekommen. Ronaldo wäre natürlich perfekt gewesen, so in diesem Altersbereich, aber natürlich war es nicht perfekt. Wir bekommen diesen Spieler hier, der ist 38 Jahre alt, beendet auch hier wieder seine Karriere nach der Saison. Aber auch hier werden wir das kurz ändern. Und damit sind wir jetzt hier fertig mit unserer Elf. Ganz, ganz interessante Nummer. Wir haben zum Beispiel Leute wie Dybala und Valverde mit dabei. Wir haben aber natürlich auch so 78er Stürmer, sowas in die Richtung, aber auch so 65er, 60er, sowas. Koulibaly, also das wird extrem interessant. Wir gehen das Ganze mal hier durch, werden natürlich jeden jetzt zu diesem Team holen und natürlich danke nochmal für die Idee, die ihr hier reingeschrieben habt. Gerne weitere Ideen für das Glücksrad rein. Es macht einfach so einen Spaß und so viele verschiedene Sachen haben wir hier schon gemacht. Bin extrem gespannt, was hier mit diesem Team passieren wird. Es kann wirklich alles passieren. Wir könnten theoretisch Europa League kommen oder theoretisch könnten wir auch absteigen mit dieser Mannschaft. Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden, denn jetzt haben wir alle Spieler. Ne, ein Spieler fehlt noch hier. Der rechte Flügel, die haben 50 Millionen nicht angenommen. Ist aber natürlich ein gutes Zeichen jetzt hier in dem Fall. Und jetzt nimmt er das ganze Angebot nicht an, denn wir haben aus Versehen 1 Euro geboten. So, jetzt sind wir aber komplett. Jetzt können wir nochmal die Mannschaft so ein bisschen angucken. Viele Schwachstellen, aber natürlich auch einige Highlights. Die Baller müssen wir sogar noch umtrainieren. Ich habe es einfach irgendwie nicht im Kopf gehabt oder einfach so ein bisschen übersehen, dass er Mittelstürmer ist. Ich habe einfach nach ZOM gesucht, dann ist er natürlich auch gekommen. Da habe ich gar nicht mehr auf die richtige Position geachtet. Aber ich glaube, wir werden es schwer genug haben mit dieser Mannschaft. Deswegen sollte das jetzt kein allzu großer Negativpunkt hier sein. Bei Ribéry müssen wir auch das gleiche machen, den auf den linken Flügel trainieren. Auswechselspieler werden wir nicht machen. Nicht, dass wir dadurch irgendwie noch einen Vorteil bekommen. Diese 11 ausgewählten Spieler, die müssen es jetzt irgendwie für uns richten. Start in die Saison würde ich sagen 6 Punkte oder 7 Punkte wären wir einmal unentschieden gespielt. Ist schon mal in Ordnung. Dybala ist umtrainiert und wie gesagt, bei den anderen habe ich mehr drauf geachtet. Bei Ribéry war ja die Sache klar, da konnten wir keinen anderen verpflichten, aber bei Dybala habe ich es echt einfach übersehen oder nicht dran gedacht. Der geht aber hier auf eine 89 hoch und Ribéry ist auch umtrainiert, der wird aber nicht hochgehen. Doch, der geht sogar nochmal eine Gesamtstärke hoch auf 79. Wie gesagt, Champions League sind wir natürlich dabei, da brauchen wir natürlich so einen wie Dybala. Ganz klare Sache, Pokal natürlich auch. Wir gucken mal, wie das Ganze hier so am 1. Januar aussieht. Zwischenfazit, jetzt
jetzt im Januar. Wir gucken direkt mal rein, wo stehen wir in der Ligatabelle. Okay, auf dem 9. Platz. Ganz kurz gucken wir uns auch die Entwicklung hier an. Viele Spieler gehen natürlich auch runter, einige aber auch hoch. Unser Stürmer hat schon 7-mal getroffen. Das ist eine gute Sache. Wir gucken auch mal, sind wir in der Champions League weitergekommen? Ja, wir sind weitergekommen ins Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam. Da müssen wir daran. Pokal sind wir aber schon rausgeflogen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ans Ende der Saison. Hoffentlich mit einem Champions League Finale, aber das wäre schon eine mega Überraschung. Und natürlich sind wir am Ende der Saison nicht in einem Champions League Finale. Ganz, ganz klare Sache. In der Liga sind wir noch abgerutscht auf den 13. Platz. Wir sind schon im Achtelfinale gegen Ajax gescheitert. DFB-Pokal gucken wir kurz mal rein. Ja, da sind wir direkt in Runde Nummer 2 rausgeflogen. Unser Stürmer hat aber gleich viele Tore gemacht wie Haaland. Gucken wir uns die Mannschaft an. Das sind die Entwicklungen. Das reicht natürlich nicht für eine Top-Mannschaft, aber es war natürlich auch ein bisschen klar von Anfang an. Statistiken jetzt hier noch. 16 Tore, 13 Tore und 10 Tore. Mit ein bisschen Glück hätten wir natürlich einen viel heftigeren Stürmer und natürlich einen viel heftigeren Torwart bekommen. Dann wäre es vielleicht komplett anders ausgegangen. Hat trotzdem Spaß gemacht. Es geht jetzt hier direkt in der Playlist weiter, falls ihr noch nicht alle Folgen gesehen habt oder bei einem anderen Video. Schaut gerne bei dem Kanal vorbei. Wir sehen uns jetzt in einem anderen Video. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.